Willkommen zu unserem Podcast, die zwei Flüchtlinge von nebenan. Guten Morgen, guten Abend, guten Tag. Hallo Leute, 2021. Amir, schönen Tag. Hattest du einen guten Rutsch gehabt? Ich bin nicht ausgerutscht, nein, ich habe ganz normalen Jahrübergang. Ich weiß nicht, woher das kommt. Also bei uns geht man in das nächste Jahr. Hier rutscht man hin. Ich bin jedenfalls sehr gut reingerutscht. Gott sei Dank geschmeidig, verletzungsfrei. Also ja, im Großen und Ganzen. Ich glaube, das ist hier in Europa so, weil zu dieser Jahreszeit so viel Schnee und so viel Eis und alles so glatt ist. Boah, dass die Menschen, du hast es aber richtig auf den Punkt gebracht, ey. Auf die Idee bin ich nicht gekommen. Dass sie in das nächste Jahr hinrutschen. Weil bei uns geht man. Also, oder was sagt man das auf Arabisch? Ja. Gar nicht. Spazier gut dahin oder reite auf den Kamel in das nächste Jahr. Das ist auch gut. Das ist auch gut, auf den Kamel. Ja, warum nicht? Hast du viele Geschenke bekommen? Vorgeschenke. Apropos, hattest du jemals auf einem Kamel geritten? Na, bin ich noch nicht. Ich hab ein Kamel einmal in Syrien gesehen und angefasst, mehr aber auch nicht. Einmal in meinem ganzen Leben. Ja, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, ob ich ein Kamel gesehen habe. Ein Kamel habe ich gegessen, das steht fest, aber gesehen habe ich, weiß es nicht, ich bin nicht sicher, aber geritten noch nicht. Aber dennoch habe ich oft die Beschimpfung als Kameltreiber gehört. Ja. Schlecht nicht, du Kameltreiber. Habe ich auch tatsächlich gesagt bekommen. Hast du einen ganzen Kamel gegessen? Nein, nur Kebab, ein paar Spieße. Köstlich, ne? Ja, schmeckt anders. Ja, jetzt warst du kurz weg. Das ist kein Problem. Mhm. Nicht nur Kamelentreiber, oft habe ich auch die Beschimpfung Teppichflieger. Was bedeutet das? Weil ich mit dem Teppich fliegen kann. Wie Aladdin. Oder Dattenlutscher. Dattenlutscher kann ich schon in Kauf nehmen, weil ich esse wirklich. Finde ich auch. Aber geil. Kameltreiber und Fliegen, also Teppichflieger, das. Ey, aber mittlerweile, ganz ehrlich, es gibt so viele, jetzt, ich spreche von Deutschland, ich kenne so viele Deutschen, die Datteln sehr gerne lutschen. Also gerne essen. Essen, Mann. Genau. Ja, ne? Also. Naja. Ja, du hast mich vorhin gefragt nach Geschenken. Ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, wann ich das erste Mal in meinem Leben in Syrien überhaupt ein Geschenk zu meinem Geburtstag oder warum auch immer ich bekommen habe. Vielleicht mit 20? Also Geburtstage feiern gibt es in unserem, jetzt zumindest in unserem Kreis, nicht. Unsere Familie, unsere Umfeld gibt es nicht, ja. Und damit einhergehend keine Geschenke eben, ne? Also von daher vielleicht 20, 21, ich weiß nicht, wann ich da wirklich das erste Mal so wirklich ein Geschenk speziell für mich so gekauft bekommen habe. Was Aber da hast du jetzt zu Weihnachten, zu Silvester was bekommen? Ach so, jetzt, ja klar. Klar. Das war die Frage, ja. Weil ich war komplett überfordert, Jo. Ich vergesse darauf. Ich habe so von meinen bekannten Freunden einige Geschenke bekommen und ich habe gar keine vorbereitet. Das ist mir völlig aus dem Kopf gewesen, weil ich weiß nicht, ob es dir wie mir geht. Ich assoziiere nicht viel mit Weihnachten. Es ist für mich so. Ja, wir haben das schon, um so Unklarheiten so aufzuräumen oder damit zu räumen. Wir haben in Syrien, Damaskus schon gefeiert, also Weihnachten oder Silvester. Es gab genauso viel Krach und ja. So Schmucke und
Weihnachtsbäume und Dekorationen und all das. Aber das mit den Geschenken habe ich erst hier in Österreich, in Deutschland kennengelernt. Und ja, ich war gar nicht vorbereitet. Ich habe irgendwie so, es hat mich schon geärgert. Also viele Freunde haben gesagt, ja, nimm es einfach an und wurscht, also du Geschenke, es geht nicht um Wiederschenken, sondern einfach Freude zu bereiten. Aber trotzdem war mir irgendwie so unangenehm. Ich weiß es nicht, nur ich glaube, also bei mir zumindest, hat das mit zwei Faktoren zu tun. Erstmal in Damaskus, ich komme ja aus derselben Stadt wie du, in Damaskus gab es ja diese Feier, wie du vorhin sagtest. Allerdings, ich bin ja Muslim, ne? Und deswegen habe ich es miterlebt, habe ich teilweise auch gratuliert, manchmal auch mitgefeiert, aber selber habe ich diese Kultur quasi nicht wirklich von klein auf erzogen bekommen. Deswegen es ist trotzdem für mich was Neues, beziehungsweise das Schenken an sich, ja, hat gar nicht existiert. Ja, aber in Deutschland oder in Österreich ist es ganz oben groß geschrieben. Ja. Egal welchem Anlass, Wohnung einweihen, Geburtstag, neues Geburt eines neuen Kindes oder whatever, also immer. Ja. Ich weiß nicht, ich habe, wobei das es auch bei uns schon gibt, also so, wenn zu diesen Anlässen die gibt es Geschenke. Ja. Genau, aber Geburtstag habe ich nie groß gefeiert und dementsprechend mit Geschenke war nicht so ganz am Ende vor der Flucht, so Ende Anfang 20er, so 2010 begann das, diese Kultur in Damaskus, dass Menschen in Restaurants Geburtstage gefeiert haben und so mit Kuchen und Musik und so ganz, ganz so westlich. Ja. Aber früher, ich bin nicht damit aufgewachsen, immer noch so. Das war so ein Problem mit meiner Ex-Freundin, dass immer so, du musst deinen Geburtstag feiern. Ja, wozu? Es ist ein normaler Tag wie alle anderen. Also, ja. Das war so, wenn ich zu der neuen Wohnung Freunde eingeladen habe, alle gleich vom Anfang, als wäre das so eine Pflicht, du öffnest die Tür, sofort die Geschenke in die Hand, gratuliere. Ich meine, es eh nicht, ich finde es nicht verkehrt, ganz und gar nicht, ich finde es sehr lieb, aber für mich, ich muss das erst mal lernen. Ich habe mich aber revanchiert jetzt zu Weihnachten, zwischen den Geschenken, also zu Silvester habe ich die mir geschenkt haben, ein Geschenk gemacht, aber das ist eine andere Geschichte, wie ich die Geschenke gemacht habe, weil ich dachte, ja, so Konsum und ich will so bewusst leben und nicht so irgendwas kaufen, was dann in die Ecke geschmissen wird und sie nicht verwenden. Ja, und verstehe. Was ich gemacht habe, ich erzähle dir noch kurz. Mhm. Ich glaube, das ist für die Zuhörerin interessant ist, weil ich weiß nicht, ob du das derselbe Meinung bist. Ich habe einfach so ein schönes Papier, so färbig, in Herzen geschnitten und darauf Gutscheine geschrieben zu den jeweiligen Freunden. So ein Kinobesuch, dass ich ihn für einen Kinoabend einlade oder, weiß ich nicht, am Wochenende wegfahren, Spaziergang oder einmal was gemeinsam trinken oder was rauchen, Shisha rauchen. Oder einmal, ich habe für einen Freund, der gerade so eine schwere Phase macht, so einfach so einmal gemeinsam weinen, einen Gutschein gemacht, also wir gemeinsam weinen. Und so in ein Geschenkpapier eingewickelt, so ganz klein. Gebastelt so quasi. Genau, ja. Und ich muss sagen, am Anfang, ich dachte, ja, ist das jetzt angemessen, aber das ist auch gut angekommen, weil für mich ist es auch, wenn es jetzt sehr idyllisch jetzt klingt, ist das Schönste, wenn du Menschen Zeit schenkst, also die Zeit mit ihnen. Das ist das Allerwichtigste, das wirklich das Unbezahlbare. Zum Geschenken, wie gesagt, war es noch nie ein Thema für mich und
musste ich das erstmal lernen. Als ich hier hingekommen bin, ich kannte ein paar so Bekannten, Deutsche, die hier mich kannten auch. Und zu meinem ersten Kurs, als ich den Kurs bestanden habe, Deutschkurs, also Sprachkurs, haben sie mir ein kleines Geschenk gemacht. Und ja, ist schön, ne? Nette Geste auf jeden Fall. Aber okay, also ich muss das erstmal so verarbeiten. Okay, Geschenk, das bedeutet, es ist bekanntlich, ich glaube, jeder Mensch auf dieser Erde versteht, wenn du etwas bekommst, solltest du netterweise zurückgeben. Ne? Und deswegen musste ich mich langsam darauf einstellen. Okay, hier schenkt man sich gerne. Also, du solltest auch quasi, wenn du mit diesen Menschen auch zu tun haben willst, also du sollst schon darauf eingestellt sein, dass du auch ab und zu schenkst. Es ist nicht, weil du geistig bist, ne, geizig, sondern jetzt, weil du... Ja, passiert genau. Mir immer dasselbe Problem. Ja, genau. Weil du geizig bist, sondern weil du einfach sowas nicht gewohnt bist, ne? Ja, aber dann mit der Zeit war es für mich jetzt zum Beispiel sehr, sehr normal geworden, sodass ich letztens meinem Vater zu seinem Geburtstag, zu seinem 59. Geburtstag, ein schönes Geschenk gemacht habe. Also hier von Deutschland habe ich jemanden da bestellt in Syrien, der für meinen Vater ein Geschenk gemacht hat und zu ihm gebracht hat. Mein Vater hat erstmal mich nicht verstanden. Was willst du jetzt? Das ist das Erste, hat er mir gesagt, 59 Jahre. Das erste Mal, wo er zu seinem Geburtstag etwas, wirklich etwas bekommt, so ein Geschenk. Nicht Essen, nicht alles Gute zum Geburtstag, sondern wirklich ein Geschenk. So, ne? Was zum Tasten. Ja, und das ist einfach, glaube ich, Kultur. Ich glaube, es ist sehr unterschiedlich. Ich kann nicht behaupten, dass es so in Syrien ist, weil, wie gesagt, ich kann mich erinnern, dass bei uns so manche Anlässe gab, wie Geburt eines neuen Kindes oder auch so eine neue Wohnung oder heiraten. Das ist ganz üblich, Geschenk. Da wird heftig geschenkt. Und ich kann mich erinnern, es ist eine sehr, sehr, sehr spezielle Anekdote. Also ich weiß nicht, ich glaube, diese Geschichte werde ich in mein nächsten Stand-Up-Comedy-Programm einbauen, ganz sicher. Das war so, dass meine Mutter hat bei sich in der Küche so über den Kuchenschränke, so oben, alle Geschenke aufgehoben, die sie bekommen hat. So Tassensammlung oder Schüsseln, so diese chinesische Schüsseln und so Metallblech und alles Mögliche so oben. Das ist sehr üblich. Sie das gar nicht verwendet hat. Ja. Und da gibt es unter anderem ein paar Geschenke, die schon seit 8 Jahren oben stehen und man darf sie nicht berühren. Cool. Es gab auch so Sammlungen von Schokolade, die sehr teuer ist und manchmal sind kaputt gegangen und wir haben sie nicht mal gegessen, weil meine Mutter so die mag die Dinge bewahren. So. Das ist, ich glaube, das ist wirklich eine Szene. Ja. Das ist ein Geschenk, was man so zu schätzen wissen lernen soll. Und dann deswegen sollte man es einfach nur in der Ecke aufbewahren und immer bewundern, wenn man vorbeigeht. Genau, und dann gab es einen Anlass, dass die Nachbarin und unsere Nachbarn im Erdgeschoss, ihr großer Sohn hat geheiratet und dann wollte sie eben so, man sagt so, ein Ort, also so auch so beschenken, dass man bei den Nachbarn punktet. Und dann hat sie von oben, von diesen Geschenken, einen schönen Blech, Metallblech, sehr verschnörkelt, so mit Metall eingefärbten Dinge, sehr ganz, ganz so adlig. Hat sie rausgezogen und dann sind wir runtergegangen und dann, also long story short, damit wir das verkürzen, beim Geschenken übergeben, hat sie eben eher das so überreicht und dann erstarrt kurz die Nachbarn. Wirklich so ein Augenblick, wo so eine beklemmende Stille den ganzen Raum ergriffen hat.
Dann sagt sie, das habe ich dir vor 8 Jahren zu deiner Tochter Sarah geschickt. Das war so. Dann, wir könnten nur lachen, alle lachen. Das war abgefahren, weil sie hat vergessen und einfach das Geschenk, was von ihr bekommen hat, zurückgebracht. Ja, das Geschenk weiter verschenken. Ja, genau. Aber an dieselbe Person. Ja. Zurück ja. Alles. Ja. Das macht man auch bei uns tatsächlich. Ich weiß nicht, ich möchte. Ja, auf jeden Fall zu derselben Person. Aber hier ganz kurz, ein kleines Disclaimer. Wir wollen auf keinen Fall unsere Landsleute schlecht darstellen. Und gerade wir sprechen hier nur aus unserer Sicht, unserer Kreis. Das betrifft auch nicht alle Leute, die auch aus Damaskus kommen und nicht alle Syrer und nicht alle Araber. Ich spreche jetzt hier nur, du und ich, wir sprechen aus unserer Sicht und was wir alles erlebt haben. Aber das, was du sagst, das ist, glaube ich, so oft vorgefallen, ne? Dass man ein Geschenk bekommt vor ewige Zeit und dann zu derselben Person nach, weiß ich, ein paar Jahren wieder verschenkt. Weil, wie du sagtest, die Menschen haben es immer so getan, okay, wir nehmen diese Geschenke, vielen Dank dafür, und die bewahren die Geschenke. Mit diesem Gedanken im Hinterkopf, okay, wenn ich irgendwann einen Anlass habe, wo ich etwas schenken soll, dann kann ich von meinen Geschenken nehmen und weiterschenken, damit ich dementsprechend auch kein Geld dafür investiere. Wir hatten so ein Sofa und in dem Verstauungsraum von diesem Sofa darunter hatten wir unendlich viel Glas in allen Formen, ja, die meine Mutter zu ihrer Hochzeit damals bekommen hat. Und das war einfach drinnen verstaut und mega verstaubt und richtig schön, aber hat man nie benutzt. Ich weiß nicht, ob sie noch da liegen. Ich weiß es nicht. Vielleicht immer noch. Aber wie gesagt, das ist, ich weiß nicht, was es, was die Leute da damals sich ausgedacht haben. Ja, die finden das zu schade, das zu verwenden, weil das so neu ist und dann bleibt es für die Ewigkeit neu. Aber ich frage mich ganz andere Frage, wenn ich so über das Thema Schenkerei und was ist üblich, was nicht üblich. Woher überhaupt stammt dieses Konzept Schenken? Also wie ist dazu gekommen? Weil ich hab mir ein paar Gedanken gemacht, so ob das die Ägypten erfunden haben, das Konzept von Schenken. Warum und, Ägypten? Ja, das wollte ich dir gerade erklären. Weil die Ägypten haben das Bett erfunden, nicht? Und ich dachte, so Geschenke sind dadurch entstanden, damit man auch so, die Männer haben die Frauen Geschenke gemacht, damit sie ins Bett kriegen. Und dass die Ägypten die Bett erfunden haben und so auch die Mittel zum Bett zu kommen. Aber ich glaube auch so, dass es viel, viel früher ist, so dass man, wenn man ein neues Volk besucht hat, ein Geschenk gemacht hat, damit man nicht umgebracht wird. Oder das begann so in Troja, Troja kennst du? Mhm. Das Pferd von Troja, wo sie das, die ganze Festung übernommen haben. Ja, das war eine andere Geschichte, ja. Aber die haben genau dasselbe Prinzip missbraucht eben so. Also ich weiß nicht, aber ich glaube schon, das ist sehr menschlich uralt, einfach um eine Gestik da, Freundlichkeit, dass man kein Frieden, kein Krieg, sondern eher Frieden beabsichtigt. Ja, es ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Ich finde es auch eine, diese Kultur, diese Schenkenkultur ist auch eine nette Sache und damit möchte man, wie du vorhin gesagt hast, nur auf Freundlichkeit und Nettigkeit so andeuten. Aber meinst du nicht, dass es nur damit zusammenhängt, weswegen hier in Deutschland auch
halt sehr stark ist oder Deutschland, Österreich stark ist, weil man auch in der Lage, Geschenke zu kaufen, weil einem im Vergleich zu vielen anderen Ländern, Entwicklungsländer oder dritte Welt und so weiter, viel besser dasteht als da. Ja, sicher, das ist auch ein so Luxusgesellschaftsphänomen, so dass du kannst, also das ist auch hier das, so glaube ich, das Ding, der Ding-Irrtum drinnen, weil das haben wir auch besprochen am Anfang, ist ein Geschenk muss teuer sein, muss beeindruckend sein, weiß nicht so. Und ich sehe auch oft so in meinem Freundeskreis, jetzt besonders zu Weihnachten, dass viele sich extrem gestresst haben mit den Sachen schenken und geschenkt werden. Und für mich war irgendwie, ich habe, wie gesagt, gar nichts gekauft und erst im Nachhinein so auf diese Idee der Gutscheine gekommen. Aber ja, stimmt, also du musst schon überhaupt das Geld und die gute Laune und die Verfassung dafür haben, Schenken und Geschenke zu bekommen. Und ich glaube, das ist eher in so postmoderne Gesellschaften ausgeprägter ist. Ich glaube, das ist eh jedem bewusst. Ja, es ist sehr, sehr schöne Sache und ich möchte es tatsächlich jetzt, nachdem ich es kennengelernt habe, nicht mehr von meiner Seite missen. Also ich würde gerne weiterhin beschenkt werden und auch weiterhin schenken. Es ist eine gute Sache und solange man in der Lage ist, es zu tun, auf alle Arten, ne? Also egal, was für eine Art und Weise das ist, spielt keine Rolle. Also das, was du gemacht hast, ist mega nett und auch einzigartig. Ne? Also man kommt auf so eine Idee nicht. Du warst zwar spät dran, aber du hast dir was einfallen lassen, womit keiner gerechnet hat. Von daher, das ist auch eine Art Geschenk. Und, also Leute, merkt ihr auch die Idee. Das ist viel. Also für mich, ich würde lieber mit Menschen Zeit verbringen, anstatt so materielle Sachen. Aber es ist jedem überlassen, was man schenkt und beschenken. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, in dem Sinne, lasst euch schön, ich hoffe, beziehungsweise ich hoffe, dass ihr euch schön beschenken lassen habt und ja, und beschenkt euch weiter. Auch selber schenken ist ganz wichtig, oder? Ja, sich selber Geschenke machen, ja. Sehr wichtig. Also, abschließende Worte. Was sage ich heutzutage so mit Corona, bleibt gesund, aber ich weiß nicht, wie man gesund bleiben kann. Wobei so das Leben an sich gesundheitsschädlich ist. Ja, zum größten Teil. Also bleibt gesund. Peace.